Servus Leute, willkommen zurück zu Halo Combat Evolved Anniversary. Letztes Mal hat uns diese Blechkiste verraten. Mhm. Der Guilty Spark, auf jeden Fall, hat uns hintergangen. Also ein Zelot. Ich sag schon wieder Zelot. Ich glaube, die Roten waren keine Zeloten. Super. Okay, warten wir eben ein bisschen. Wir müssen jetzt übrigens da hinten hin, quer durch die ganze Schlucht. Was? Batterieschwach vom Ding? Ja, super. Ich brauche eine andere Waffe. Nadelwerfer. Mir bleibt keine andere Wahl. Aha. Kommt ihr her? So, ihr Kleinen seid ja auch noch da. Dann kümmere ich mich erstmal um euch. Ich glaube, der Elite ist abgehauen. Ja, ist er. So ein kleiner Felsen sind wir. Wollte gerade schon sagen. So, nur mal kurz Unruhe zu stiften. Sie aufzumischen. So, hier war er zu los. Ich sag schon wieder Zelot. Aber eigentlich ist das Vieh kein Zelot, glaube ich. Zeloten sind die Weißen. Aber was sind denn das hier? Ich weiß nicht, welcher Rang die Roten sind. Die Blauen sind auf jeden Fall die Standard-Eliten. Die einfachen Soldaten. Ich sehe gerade, wie geschwächt ich schon wieder bin. Die Gelben sind die Schiffsmeister, die quasi eine Flotte anführen oder der Herr eines jeweiligen Kampfschiffes sind. Die Weißen sind, glaube ich, die Special Troops. Bei Zelot, das hat, glaube ich, was mit der Helmform zu tun, weil die Zeloten haben andere Helme als die normalen Eliten hier. Shit, ausgerechnet jetzt muss ich nachladen. Oh, ins Bein geschossen. Ja gut, die Patronen der Schrotflinte sind ja keine normalen Patronen, sondern die werden zerstört, sobald sie abgeschossen werden. Und dann fliegen einfach nur ein Haufen Kugeln durch die Gegend. Und nein, ich glaube, da hinten ist ein Wraith. Die Frage ist, sitzt da einer drin? Ja, sitzt da. Warten Sie, wir sollten eine dieser Banshees nehmen, sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig zum Impulsgenerator. Ich habe befürchtet, dass du es sagst. Das Zucker, das könnte ich gut gebrauchen. Ich glaube, da ist ein Zelot. Was mache ich denn jetzt? So einfach an den Banshee komme ich nicht ran. Ich habe keine anständigen Waffe. Hätte ich wenigstens ein Scharfschützengewehr, dann okay. Vielleicht sollte ich versuchen, näher ranzugehen. Hier sehen sie mich auf jeden Fall. Es war saudämlich vorzugehen.
Ah. Na gut, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich glaube zwar, dass ich die Bazooka noch für irgendwas anderes brauche, aber ich wüsste jetzt beim besten Willen nicht für was. Gut. So wie der schreit, ist der auch gerade gestorben. Der weiß, ist noch da. Ja. Lebt der Zelot noch? Ein Roter lebt noch. Tot. Sehe keiner. Offensichtlich hat sie ihn erwischt. Gut, auf der Distanz treffe ich dich da hinten nie. Oh, getroffen. Geil. Der will es nicht ausweichen. Perfekt. So, was habe ich denn jetzt noch, was ich nutzen könnte? Okay, da ist der Rote, den habe ich offensichtlich ganz schön weit weggefetzt. Ich weiß, es ist nicht die feine englische Art, mit einer Bazooka zu kämpfen, aber wenn ich keine andere Möglichkeit habe, dann mache ich es eben so. Da oben ist auch keine mehr. Einsackeln, so viel es geht. Bis da hoch. Gut, los geht's. Der Nav-Punkt stellt unser Ziel dar. Ah, gut. Guckt euch das an. Ich meine, so ist lahm. Sie ist sogar mit Mond. Ah, da muss ich hin. Dieser Bench ist leider nicht so gut. Später wird er besser. Oh. Nein! Was hat mich jetzt gekillt? Hä? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Seht ihr, jetzt wäre ich zum Beispiel richtig aggro, wenn das jetzt passiert wäre und das nur Death Run gewesen wäre. Weil ich bin gestorben, weiß aber nicht durch was. Wow, ich fall ziemlich schnell. Ab Halo 2 kann der Banshee schweben am Stand. Und stürzt nicht mehr gnadenlos nach unten. Ne, 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 ne. Der Banshee soll möglichst heil bleiben, du Hund. Dass ich nicht eine Leiche nehmen kann und darunter schmeißen. Oh, geklacker, geklacker. Ich weiß. Eine gestürzt vielleicht, die kann nichts dagegen tun. Achso, ich erinnere mich gerade an das LP von Schmacki LP. Das LP von Schmacki LP. Ich weiß, was mich da drin erwartet.
weiß gerade nicht, wie Schmackis Ausgangslage war. Wie viel Energie er hatte und so. So, da geht's dann wieder raus. Das ist der Generator. Sein Zentralkern ist ein Signalverstärker und den müssen wir abschalten. Wir müssen den Energiestrom des Generators unterbrechen. Ich habe Ihr Schildsystem so eingestellt, dass es einen so heftigen EM-Puls abgibt, dass der Generator lahmgelegt wird. Dazu müssen Sie in den Strahl hineinlaufen. Jetzt sehen Sie Der das hier Impuls müsste auch den nicht schlecht Generator aus. überladen, aber er legt auch Ihre Schilde lahm und macht sie verwundbar, bis die Schilde wieder geladen sind. Schnell, weg, 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 weg. Missionsziel erreicht. Der Impulsgenerator wurde überladen. Scan läuft. Der Zentralkern des Generators ist offline. Gute Arbeit. Haut ab. Ach, scheiße, genau das. Genau deswegen ist das so riskant, weil hier hat man nicht wirklich Möglichkeit, sich zu verstecken. Das ist der Generator. Dann warte ich jetzt mal hier. Vielleicht ist es Missionsziel klüger. erreicht. Der Impulsgenerator wurde überladen. Nee, ist es nicht. Scan läuft. Der Zentralkern des Generators ist offline. Gute Arbeit. Ja, irgendwie nein. Ja, irgendwie nein. Das müsste doch irgendwie. Das ist der Oder ich Generator. renne einfach so Sein gnadenlos Zentralkern ist ein raus. Signal. So, rennen. Missionsziel erreicht. Der Impulsgenerator wurde überladen. Scan läuft. Der Zentralkern des Generators ist offline. Gute Arbeit. Man muss doch hier irgendwo eine Möglichkeit haben, sich zu verstecken. Ich weiß nur nicht wo. Das haben sie im zweiten Teil schon besser gemacht, dass die Das Schilde ist dann der schneller Generator. aufladen. Sein Zentralkern ist ein Signalversch. Weg, 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 weg. Vielleicht einfach im Kreis rennen. Missionsziel erreicht. Der Impulsgenerator wurde überladen. Scan läuft. Der Zentralkern des Generators ist offline. Gute Arbeit. Gut. Hier bin ich sicher. Nicht so dämlich. Eck. Dann schalte ich euch alle einzeln aus. Also das ist eine gute Technik. Hier hinrennen und sich verstecken. Das muss ich mir merken, falls ich das Spiel mal No Death machen will. Störungstool. Der zweite Generator befindet sich in der nächsten Schicht. Schießwaffe. Ich markiere das Ziel mit einem Ui. Nachpunkt, wenn wir näher dran sind. Das ist ein kaputter Banshee. Das hier ist ein frischer Banshee. Hier landen. Du Sau. Hast du gerade mein. Natürlich hast du meinen Banshee in die Luft gejagt. Was erwarte ich auch anderes? Tut ganz schön wenig, wa? Moment, hast du eine Bazooka? Ja, ich glaube, du hast eine Bazooka. Ich werde dich mal ein bisschen. Du bist so dumm. Dich gerade selber gekillt. Oh Mann. Ich glaube, Gehen das Sie durch diese wird. Tür, sie führt zur nächsten Schlucht. Ich glaube, das wird Teil eines Specials. Sie wissen das Special, weil so dumm war die Allianz schon lange nicht mehr. Guten Tag. Sind ja noch mehr. Oh, da. Wo guckst du denn hin? Ich bin hier unten.
Da schwebt hier irgendwas durch die Gegend. Schauen wir mal, ob da drin einer ist. Ja, offensichtlich ist da einer drin. Oh. Bestimmt versemmelt, oder? Ja. War doch so klar. Ich trau dem Braten nicht. Oh, ich dachte, der wäre unsichtbar. Schieß doch! Diveln! Lass mich in Ruhe! Das Visier geht immer so ein bisschen zu den Gegnern. Das ist immer so eine automatische Anvisierung. Die kann man zwar ausstellen, aber ich bin es so gewohnt. Ah, gute Musik. Oh nein, die Flat. Was macht ihr denn hier? Ich glaube, die Eliten kämpfen auch gegen euch jetzt. Musik, die muss ich lauter drehen. Okay, von rechts Flat, von links Allianz. So, nee, es ist Elite. Elite sage ich schon. Allianz. Ah, Special Troops. Kommt ihr denn her? Ja, super. Glück gehabt, das war der mit etwas Pech hätte der ein Schwert haben können. Oh, volle Munition, das ist geil. Medipack noch geiler. Meine Schrotflinte ist fast leer, das ist nicht so geil. Ach, da habt ihr. Steckt sich doch einer, komm raus da. Die Allianz habe ich schon, aber die Flat ist auch hier. Ja, da hinten kämpfen sie. Vielleicht kann ich von der anderen Seite durchgucken. Du hast durchschmeißen. Ah. Kluge Idee, aber es funktioniert nicht so, wie ich es gedacht hatte. Arschhoffen, das habe ich noch. Ich bin ein Gegner. Also der Kleine da. Der. Noch mehr, fest nicht. Njam, 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 njam. Macht kaum Schaden und mein Schild regeneriert sich sowieso. Was für ein mega Umweg ich hier gehen muss. Achso. Bin ich wohl doch noch nicht kurz vom Ende. Alles habe ich dich jetzt gekillt? Könnt ihr eigentlich durchrennen? Nee, komme ich nicht drunter. Oh shit, einer mit einem Schwert. Haha, was für ein Idiot. Europa. Hello. Achso, ihr könnt ja rüberspringen. Da war ja
der war's. Hätte ich die Allianz vielleicht doch noch nicht killen sollen. Oh, die Hand wird geschossen. Ich hoffe... Ich hätte gehofft, du bist runtergefallen. Also komplett runter, die Brücke. Normalerweise bin ich ja so, ja, ich lasse die Fraktionen alle sich gegenseitig auslöschen und ich kümmere mich dann um den Rest. Wenn ich hier durchrennen muss durch alle, kann ich das nun mal nicht so machen, wie ich es vorhabe. Mit mehr Flap. Los hier! Wow, die Xbox ist irgendwie lahm. Ich sehe nichts. Hör auf, mir einen Weg zu blockieren. Da hat er. Toll, der ist vor meinen Augen gerade wieder aufgestanden. Die Affe würden drum. Ja, die macht jetzt die ganze Zeit so ein Geräusch. Wow, was ist denn hier los? Aftershow-Party. Es hat nicht zufälligerweise irgendjemand von euch. Ja, Schrotgewehr, danke. Genau das brauche ich jetzt. Boom. Lalala. Oh, Elite. Hinter mir. Ab. Ich glaube, wir führen gerade Krieg. Gucken wir ein bisschen zu. Irgendjemand schießt da mit einer Bazooka. Wow! Der hat eine Bazooka in den Rücken bekommen. In den Rücken bekommen. Ich hätte nicht erwartet, dass der um die Ecke kommt und dann gleich losballert. Du Scheiße. Jetzt hinter mir waren. Haut ab! Ja, ja. Gefälligst liegen. Shit. Hallo, warum überlebst du? Hier sind noch mehr. So, ihr kommt noch von hinten. Deswegen hatte ich erst so Probleme. Noch mehr. Flat kann ziemlich gemein sein. Ich sollte wirklich jede einzelne Spezies auslöschen. Da unten. Hm, ist er. Muss irgendwo sein. Draußen? Ja, da. Aber ich glaube, ich habe... Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin von hinten angeschossen worden. Ja, alle mit euren Schrotflinten. Ja, geil, steh wieder auf. Uah. Ich habe nicht erwartet, dass er hier jetzt schon steht. Okay, jetzt befetzen sie sich. In Eliten werde ich besser fertig als mit der Flat. Oh, kann sein, dass das der mit der. Ja. Fuck. Ja, genau. Du Irrer. Ohoho.
Das ist wahnsinniger Lehrer. Schießt einfach mit einer Bazooka. Weil er ganz genau weiß, auf sein Leben braucht er nicht Acht geben, denn wenn er stirbt, wird er eh wieder belebt. In Halo Reach gibt es ja auch so einen Modus, da kann man Ketzer einstellen, dann rennen die Eliten mit menschlichen Waffen rum. Also auch mit Bazooka, mit Scharfschützengewehr, glaubt mir, das ist richtig hammerhart. Vor allem die One-Hitten ein, so wie wir, so ich und meine Brüder spielen. Wir spielen ja auf härterer Schwierigkeitsgrade als wie normal. Ja, kommt fast nicht. Irgendjemand? Ist doch einer. Ich bin doch nicht taub und ich bin auch nicht blind. Schön ringsherum gehen. Oh nein, da rennt wieder einer mit einer Bazooka rum. Verdammt. Ach, das wollte ich gar nicht. Rennen jetzt die Bazooka von euch. Stimmt. Hab ihr kleinen Biester. Oh, warum läuft die Xbox One so lahm? Das soll eine gute, moderne Konsole sein? Meiner Meinung nach haben die Konsolen sowieso sehr abgenommen, seitdem sie alle auf CDs umgestiegen sind. Waren das mit den Cartridges oder wie das heißt? Auf jeden Fall mit den Kassetten, das war wesentlich besser. Oh, naja. Alles modern und so. Oder? Modern ist nicht gleich gut. Das ignorieren viele Leute leider. Auch wenn das Spiel hier Spaß macht, aber trotzdem. Oh mein Gott. Noch eine Brücke, ja, das wird lustig. Achso, jetzt bin ich auf der Flat-Seite, oder? Ja. Mit deinem Nadelwerfer da. Wer fliegt da drin überhaupt? Ist das ein Allianzler? Ich weiß nicht, ob die Flat auch mit Banshees umgehen kann. Und fliegen mit Typi zu treffen ist nicht so einfach. Das sind Anlocken. Irgendwie lässt es sich gerade nicht anlocken. Auch jetzt natürlich schon. Ich glaube, ein Allianzler ist drin. Habe ich zumindest gehört. Würdest du mich nicht so nerven, hätte ich dich am Leben gelassen, damit du anderen Leuten ein bisschen ärgern kannst. Benji macht einen Kopfstand. Das darf er nicht. Ja, super, wegen dem Dampf sehe ich selber nichts, aber die sehen mich natürlich gut genug. Obwohl die nicht mal Augen haben. Hier bin ich. Super. Mit Ruhe da vorne. Er ist überhaupt die ganze Zeit hinter mir. Ich sehe ja vom Radar rote Punkte, aber nichts reagiert.
Das war viel zu weit. Vielleicht habe ich ja doch einen gekillt, wer weiß. Gut, dann werde ich jetzt erstmal wieder zurückgehen. Damit ich in aller Ruhe einen Schnitt machen kann. Das war Halo Combat Evolved Anniversary. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!